Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Wir spielen heute Bomberman. Bomberman in der PC Engine Version. See, da waren wir ja noch gar nicht. Kommt ihr zu einem See, in dem ihr ein Seil findet, das ihr allerdings jetzt noch nicht nehmen könnt, da ihr noch keine Fischreste für den Auftritt. Fischreste für den Auftriebsspruch besitzt. Ihr müsst also später noch mal hierher zurückkommen. Auf dem Amiga, besser bekannt unter dem Namen Dyna Blaster. Wir gucken uns mal den Inhalt an. Das ist immer die Vorderseite. Die grüne Schrift wird leider wieder durchleuchtet aufgrund des Greenscreens. Das ist einmal die Rückseite. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Vergesse ich praktisch schon mal meine Ansage. Das Spielprinzip ist sehr einfach erklärt. Man legt Bomben. Diese Bomben explodieren nach gewissem Zeitraum. Der Gegner muss versuchen, mit seinen eigenen Bomben den Gegner zu treffen und von dem Gegner gelegte Bomben nicht abzubekommen. Das ist so im Groben das Spielprinzip. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Das ist ein Test und ich breche jetzt ab. Ja, danke. Nein, ich war noch gar nicht so weit. Wenn man eine zusätzliche Bombe einsammelt, muss man nicht so lange warten, bis die Bombe explodiert ist, sondern man kann die zweite, die man dann bekommen hat, gleich schon legen. Dann muss man wiederum so lange warten, bis beide Bomben abgefeuert sind und dann kann man wieder neu legen. Dann kann man eine Flamme einsammeln. Diese Flamme erweitert praktisch den Explosionsradius. Also als Gegner muss man dann aufpassen, muss man so ein bisschen beobachten, wie groß diese Explosionen sind von diesen Gegner gelegte Bomben. Und ja, das kann sich dann nachher wirklich über das gesamte Spielfeld erstrecken oder da ist nachher gut was los. Hallo, zu einem... So, und diese blauen, die dürfen leider Gottes über die Steine hinweglaufen. Die haben also keine räumliche Begrenzung, außer unsere Bomben, die wir da legen. Das ist schon deren Begrenzung. Und man merkt, dadurch, dass ich jetzt einige Flammen eingesammelt habe, sind meine Explosionen auch ein bisschen länger. Das war aber knapp. weg. Nein! Oh Gott, das ist... Nee, jetzt halt nicht. Ja. Geh mal hier dran vorbei, bitte. Danke. Oh. Mein Glück als verstanden. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ja, wir sind heute im schönen Hannover und zwar hat am 1. Juni dieses Jahres hat diesen Schnies-Mini so, eben noch am Löten, jetzt schon im Let's Play. Wir haben hier einmal die funktionierende, kann ich sie vorsichtig hochhalten? Ja, da grün wird ausgeblendet, die funktionierende Platine und wir werden mal eine Runde Pong zusammen spielen und mal schauen, ob das Spiel 50 Jahre später noch genauso Spaß macht wie früher. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es endlich weiter mit einem weiteren Let's Play von Elvira Teil Nummer 8. So, dann geht weiter. Das ist immer da. Ha? Meine Güte. Also ich bin nicht so geübt im Computerspielen. Gott, das passt. Oh nein, meine eigene. Das war das mit dem Strahl, der so weit war. Genau, ich wollte das mal
visuell demonstrieren, also, wie ich das meine. Genau, wenn der Strahl zu lang ist, sollte man besser beiseite gehen. Ja, oder sich gänzlich aus dem Radius entfernen, das war unmöglich. Oh, nee, das ist meine eigene. Okay. Oh je, was mache ich denn jetzt? Nein, oh, ich wollte da schön eine Bombe hinlegen. Für mich etwa? Nein, für den Orangenen-Kollegen. Ach so. Hm. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ja, heute spielen wir mal ein Spiel, was ich leider nicht vorbereitet habe hier, weil... ja, große Freude. Ganz da kann ich den Gewinner dance machen. Zwei Pokale habe ich schon. Das ist so... Nein! Das gibt's doch nicht. Oh Mann. Also das, so sieht das aus, wenn das unentschieden ist. Ja, genau. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ja, heute ist, wird es mal... Ich schmier, ich nicht gerade... Muschel...